Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der District Zero Mod. Ja Leute, Tag 9, es ist gleich 4 Uhr morgens. Ich werde mal den Plasmastab reparieren. Und mal gucken, kann man eigentlich sowas auch mal selber bauen? Dann Fusion Plasma, wie wir das selber bauen können, Leute. Forge Kobalt, das liest man jetzt ja überall. Wie wäre es denn, wenn wir mal schauen, wo wir hier ein Wasteland finden, Leute? Weil irgendwie muss es da ja drin sein. Wasteland könnte überall sein, ne? Wir haben noch nicht mal ein Schneegebiet gefunden. Okay. Wir brauchen genügend Nahrung und genügend Nerven, denn das wird langweilig, durch die Gegend zu fahren. Nahrung, Kenner-Eintöpfe. Wollte noch lang. Und ja auch. Pilz habe ich auch noch mit. Haben wir ja die Brennstoffkraftsparende Mod, Brennkraftsparende Brennstoffkraft, Brenn. Ihr wisst, was ich meine. Haben wir ja vorhin eingebaut, haben wir ja gefunden in dem blauen Lootboden. Das heißt, vorhin, das war ja letzte Folge. ja. Na, geh bitte. Habe ich alles schon durchsucht? Ja, brauche ich nicht zweimal durchsuchen. Ich will das Motorrad. Ja, ein Kaktus mitgenommen. 6% verloren. Nee, ist klar. Fahren wir mal zum Händler. Völlig in der falschen Richtung unterwegs. Ich will da hinten zur Hauptstraße hin.
Hier waren wir doch schon, ne? Oh. In die falsche Richtung. Na ja, klar. Wisst ihr was, ich mache jetzt doch einen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn ich irgendwo ein Zeichen von Wasteland entdecke. Bis gleich, Leute. Leute, gut. Gut. Also die Pillen nehmen und dann kann ich hier anscheinend. Ich hasse das Wasteland. Oh Gott, was ist das denn? Ja, Leute, gefunden. Denke ich, oder? Jo, Kobalt, jo. Gut, ich werde hier noch ein bisschen farmen. Ich hole euch gleich wieder, wenn ich denn damit durch bin. Bis gleich. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch fleißig zugange. Ich denke, ich habe bald genug, um einfach mal zu gucken. Oh, was die Laserwaffen denn überhaupt haben. Ich hab gerade auch noch durchgefunden. Nein, nehmen wir auch noch mit. Gut, Leute, bis gleich. Mal wieder. Ja, da sind wir wieder zurück. Oh.
Und jetzt geht's gleich nach Hause ab zum Kobold einschmelzen. Kobalt. Oh Mann. Aber du. Oh. Was für eine hässliche Horde-Base. Uch, aber sie hat funktioniert. Wow. Die Bremsen von dem Ding funktionieren aus, sonst hätte ich den Zaun gebreddert. Leben scheint voll zu sein. Wunderbar. Ich habe eine leere Gläserin gemacht. Warum? Ui! Spendruhe. Gut, das lassen wir einschmelzen in Ruhe. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, fürs Interesse. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.